und willkommen zu meinem zweiten Unbox-Video. Heute packe ich für euch die Marushin SIG Petro 10 aus in der 6mm Version. Die habe ich vor ca. 2 Wochen bei Igan ersteigert, bei einem Händler, der sich Waffenfuzzi nennt, für 139 € inklusive Versand. Es handelt sich hierbei um die 6mm Version. Es gibt davon auch noch eine 8mm Version, aber die gibt es anscheinend nicht im deutschen Raum zu kaufen, sondern eher in Asien. Die ist optisch vielleicht etwas besser, weil sie imitierte Holzgriffschalen hat und auch verchromte Bedienelemente. So, ich bin ja mal gespannt, was da so auf dem Stück da ist. Ich jetzt nochmal die Rechnung. 139. Geliefert wird die Waffe in diesen wunderschönen Koffer. Wie ich gerade sehe, ist hier kein SIG-Logo drauf. Ich habe auf einigen Webseiten auch schon diesen Koffer mit Logo gesehen. Da war es aber allerdings ein blauer Koffer und da war dann die 8mm Version von der SIG Petro 10 enthalten. Machen wir mal auf, mal gucken, was da drin ist. Da haben wir zum einen mal eine Anleitung in Englisch verfasst. Einen Hop-Up-Schlüssel. Eine Tüte 6mm Bibis. Und die SIG Petro 10 von Marushin. Ich halte sie mal ein bisschen rein. Was mich jetzt erstaunt ist, die Größe. Ich habe sie mir eigentlich viel größer vorgestellt. Die macht eigentlich einen sehr filigranen Eindruck. Und zumal sie ist auch sehr stabil. Denn Japan-typisch besteht diese Airsoft eigentlich nur aus Plastik. Der Schlitten ist aus Plastik. Der Lower Frame ist aus Plastik. Griffschalen sind aus Plastik. Metallteile, die ich so sehen kann, ist einmal hier die Visierung, hier und da, der Schlittenfanghebel, die Sicherung ist aus, ja, die ist auch aus Plastik, der Hahn ist aus Metall, der Trigger ist aus Plastik, der Lauf ist auch aus Plastik, Magazin ist auch aus Metall. Hat eine Kapazität von 12 Bibis. Die Realsteel dagegen hat eine Kapazität von 8. Schön finde ich an diesem Modell von Marushin, dass da eigentlich sämtliche Markings drauf sind. Auf dem Lauf haben wir einmal das SIG-Logo, 9mm Para und die Seriennummer. Sieht auch ziemlich echt aus, obwohl es nur Plastik ist, der Lauf. Dann haben wir hier den Importeur GSG, 6mm Bibi und das für Deutschland wichtige F-Zeichen. Hier haben wir nochmal, dass es der Hersteller Marushin ist. Dann haben wir auf der anderen Seite hier auch nochmal die Seriennummer auf dem Schlitten, auf dem Lower Frame. Dann haben wir hier nochmal das SIG-Logo, die Modellbezeichnung P210-6. Und ganz witzig finde ich, hier haben wir das Schweizer Logo auf der Visierung. So wie es auch bei dem Original ist. Apropos Original, die Waffe wurde zwischen 1947 und 2006 hergestellt, war bei der Schweizer Armee im Einsatz. Auch in Deutschland hielt sie Einzug bei den Behörden. Beliebt ist sie besonders bei Sportschützen, weil die sehr präzise ist. Auf der Seite haben wir hier auch die Sicherung. Wenn der Hahn gespannt ist und im Sicherungsmodus, kann ich ihn absolut nicht betätigen. Die SIG Petro 10 lässt sich zerlegen wie das Original. Aber das zeige ich euch dann nachher in einem späteren Video nochmal, wenn ich einen Schusstest mache, einen Chrono. Dann lege ich euch das Ding auch mal auseinander. Ja.
Ja, das war's erstmal. Ich bedanke mich und werde ich euch demnächst mal ein Video machen, um zu zeigen, wie die so performt und wie die in Bewegung aussieht. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und generell, wenn ihr Spaß an meinem Kanal habt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr ihn abonniert. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis bald.